Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettel und Kotz. Ich wünsche mal allen einen schönen Sonntag. Ja, hoffe, ihr habt ihr gut den Tabs heute überstanden. Und jetzt genießen wir den Rest des Nachmittags. Wenn ihr möchtet, ich bin dabei. So, und schon Dank fürs fließende, fleißige Reinschauen hier bei Kettel und Kotz. Ein dickes Dankeschön dafür. Warum das so interessanter ist als LS, keine Ahnung. Ist anscheinend so. Macht aber nichts. Ich schaue jetzt mal nach, was unsere Felder so sagen. Und zwar die im Besitz sind. Beginnen wir mit Feld 3, vom großen Feld. Es ist bei 90%. Das heißt, es ist noch nicht reif. Es hat hier ein paar Stellen, die sind dunkel, also rot. Und der Rest ist rosa, ja, Mietze? Du hast recht. Und bei Feld 4 ist es noch ein bisschen. Oh ja. Würde ich mit Verlusten rechnen, also die Ecke, also wir sind jetzt bei 90%. Das heißt, ist noch nicht reif. Könnten wir wieder hinfahren. Mal anschauen, ne? Können wir machen. Das macht ja Sinn, dass man da ein bisschen. Das geht auch. Lass dich mal einen Hänger dran, ne? Weil das Anhängen. Gewaltig gerumpft und die Schäden sind ja vielleicht zu gewaltig. Ja, wir haben einen frühen Morgen, da wäre das Feld glaube ich eh noch nass. Aber wenn, wollen wir hier entsprechend was erreichen und dann entsprechend schnell vorankommen. Ja, genau. Kannst du es weit zu hören? Ist beim Traktor drin vielleicht? Ist nicht möglich. Also reell wäre das so. Katzen sind da unberechenbar. So, wir fahren zum Feld. Schwarzes Freifelgrad, ne? Das habe ich jetzt so angeklickt lassen. In anderen Fällen auch schwarz. Jetzt muss ich aber mal aufpassen, ob die. Wir können Unfall bauen hier. So. Nach rechts scheint frei zu sein. Und links auch. Fahren nochmal rechts. Ja, das passt, das können wir fahren. Letztes Mal oder gestern ich fast so ein Van über den Haufen gefahren. Gerade so geschafft. Gut, der hat nicht getudelt, aber wäre ja schlecht, ne? Haben wir dafür zahlen. Aber mit Hänger ist schon zu merken, dass wir wissen, mehr, naja, langsamer sind. Aber gut, nicht so tragisch. Was sagt eine Tankleistung? Der Tank ist gut gefüllt. Ich stehe aufs Gaspedal, ne? Also, ja. Bei mir ist jetzt Montag, ja, im neuen Jahr, am 4. Junge, das ist aber anstrengend, wieder so arbeiten. Bin ich gar nicht mehr gewohnt. Meine Knochen, das sieht schon besser aus als gestern. Plus jetzt 14 Tage, 15 Tage wieder geschlafen. Naja, geschlafen, das ist so eine Art, wo man vorspulen kann, ne? Wenn man dann später Rinder hat, ist es ja schwierig. Ne? Da heißt es im Prinzip fleißig Rinder füttern. Links ist Gold, gelb, ne? Rechts rau. Aber da schauen wir uns persönlich mal an. Ne? Fahren wir in der Mitte rein. Oh, wir haben Hänger dran. Ne? Kurz ausschalten. Der läuft. So. Es ist schon. Noch leicht grün, kann man sagen. Die Halme sind noch grün, aber es sind schon einige Golden dabei. Das ist gut. Hier sind einige recht groß. Die grünen Flächen sind kleiner geworden. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich bei den grünen Flächen Abstriche machen müssen. An den Rändern, das ist aber hier gut geworden bis jetzt. Gut, da ist noch eine Flecke, wo es grün ist. Ja, gut. Sicherlich viel der Dünger, ne? Und hier sind auch so eine Stellen bei, die richtig extrem sind. Andere wieder ganz gut. Ja, richtig top geworden. Und hier ist, ja, das ist halt so, ne? Richtig ärgerlich. Aber gut, das ist man nicht so schlauer, ne? Wir haben doch GPS, dann nutzen wir das doch auch. Ne? Ja, der Computer hat hier, naja. Ich will nicht sagen Probleme, aber er muss ganz schön kochen.
stellen wir um auf 3, dass weniger wird mit der Kühlleistung. Wenn wir aber ein bisschen. So, das heißt, bei 90% ist noch nicht reif. Hier ist noch so viel Grün bei, würde ich mal meinen. Und wenn wir hier auf Alt drücken, er streckt sich wieder mal, ne? Aber kann man nicht sehen, ne? Der ist halt beruhigt. Das sind diese grünen Flecken, sind, denken wir, diese hier. Erfällt 4, das sind die grünen Flächen. Und die gelben werden ganz extrem sein. 90% haben wir es über 4. Und bei Dings auch. Hier gekoppert, gesät. Ja, also jetzt haben wir Ende Juli. Das heißt, so optimal für den Rechner, ne? Aber ist so ein Wechsel rein raus. Ist halt so. Achso. Mal ganz kurz wieder starten und zurück zum Hof fahren. Muss man ein bisschen zurückstoßen. Wir werden auch später bei der Ernte dasselbe abfahren, weil bei Getreide ist es nicht ganz so dramatisch. Stellt sich nicht um von der Grafik her, ne? So wär, oh, ich sehe gerade ein Relay. Mal ein Foto machen. Hat ein bisschen gebraucht. Ich glaube, zu verarbeiten. Ist aber recht weit weg, das kann man fast gar nicht sehen. Darum mal staunen, das haben sie hingekriegt mit Wildtieren, ne? Da kann sie mal LS das abschneiden, ne? Das wäre das im Idealfall. Was würden die großen Firmen normalerweise machen? Die würden dann die kleinen auskaufen und würden die Technologien nutzen. Ob das beides kompatibel ist, das wage ich zu bezweifeln, weil jedes Programm hat eben seine Eigenarten und das lässt sich meistens nicht vereinbaren. Aber ich sag mal so, die Grundidee, die Grundfunktion ist ja da und das könnte man sicherlich übernehmen, ne? Performance-technisch klar, es ist, also ich merke es an meinem Computer, der gerade kräftig kocht. Also bremsen hier. Ich habe hier eine Kelle. Ein Kollege hat mir gesagt, du hast die Kelle, du musst warten. Beziehungsweise zumindest schauen, ne? Und dann warten, wenn einer kommt. Da kein Stoppschritt, ne? Hier diese hässlichen Windräder überall, schon. Ja. Gut, ein Kohlekraftwerk will ich auch nicht an der Ecke haben. Wie gesagt, wer betroffen ist, ist mal blöd, ne? Alle wollen so Strom haben, aber keiner will, dass so ein Ding in der Nähe haben. Na ja, gut. Direkt vor der Haustür will ich auch keins haben. Muss dran denken, Natur ist auch nicht gerade davon begeistert, ne? Wildvögel, Insekten, so, dass so ideal ist, zweifle ich mal, ne? So, Bremse. Aus. So, 10% haben wir geschafft in knapp 10 Tagen. Das heißt, weitere 10%, ja, mit August, 15 Tage, 16. Da kommen wir nicht rein, da. Dienstbrot ist hier vorne. So. Ich möchte versuchen, ja, nach 15 Tagen, 23 Stunden dazu, passt, 36, halb 7, passt, 23, aber halb 7 ungefähr. Ja, ich möchte versuchen, ohne Kreditrahmen auszukommen, weil ich nicht genau weiß, was bringt die Ernte jetzt ein an Ertrag? Das weiß ich nicht. Wie das Preissystem aussieht. Normalerweise ist es so, dass die Preise eigentlich bei der Ernte im Keller sind. Wir haben 15. August. Das heißt, Tage werden kürzer.
glaube, es ist trocken. Es ist schon früh dunkel. Man merkt das schon. So, hier gucken wir mal nach im Menü, bevor wir hinfahren. Es sollte 100% sein. Puh, 90%? Was soll das heißen? Ja. Gute Frage, ne? Das war aber schon vorher 90%. Das ist jetzt ein bisschen ich weiß nicht, ob das entsprechend jetzt schon zu ernten ist. Dann müssten wir rausfahren. Es ist ja. Ja, doch, das schauen wir noch. Rausfahren und gucken. Und dann entscheiden wir uns, ob wir da. Ja. Also hier ist ja noch ein Traktor. Man kann ja springen, ne? Beziehungsweise man kann ja von Traktor zu Traktor springen. Also hier mit dem Tab. Zum Beispiel, das geht. Und dann können wir zum Hof zurückspringen und brauchen nicht zurückfahren. Also wir noch den Drescher kaufen. Beziehungsweise ausleihen. Für einen Tag, weil ich nicht genau weiß, wie lange das dauert. Normalerweise dauert das nicht lange. Es könnte sein, dass die Meldung früh kommt. Noch zu nass. Geht nicht. C. Steigen. Achso, Scheibenwischer. Allrad an, ausschalten. Handbremse. Ja, wir machen mal im Ruderstart. Allrad brauchen wir jetzt nicht. So, Hänger lassen dran. Und wir machen hier eine kleine Ehrenrunde. Ah, warte nicht, das ist noch sauber. Also Hahn ist immer auf festen Fleck, da haben sie nicht viel. Wieso haben wir eigentlich Misthaufen? Wir haben nur Gülle normalerweise. Was kam hier vorne so ein Symbol? Mal gucken, irgendwas kam da hier gerade. Also ich kann nicht so einen Schriftzug und was. Achso, Maiskörner sagt gut. Ah, okay. Das haben wir jetzt nicht. Das ist auch dieses Jahr nicht im aktuellen Plan. Im Arbeitsplan. Schlichtweg, dass wir uns das nicht leisten können. Weil es einfach entweder wir machen das oder dann das. Ne? Also kommen beide zur gleichen Zeit. Das bin ich jetzt hier richtig? Naja, doch. Wir fahren mal erstmal zum Feld und dann sehen wir weiter, wie es aussieht. Aber da schon vor 14 Tagen in so aussah, dass es bei 90% war, da kommt Gegenverkehr. Rechts kommt keiner, links ist zu spät. Gut, rüber fahren wir jetzt und dann gehen wir schauen, dass wir das gucken, dass wir einen Drescher leider aufsteigen können. Dass wir in der nächsten Folge dann entsprechend die Ernte starten können. Hofft man, dass das funktioniert, ne? Mitte August müsste eigentlich soweit sein. Die Sommerweizen, ne? Geht bergauf in Wando. Mit 100 und wie viel hat er? 80, glaube ich. Ne? Also die anderen KI-Bauer waren nicht so fleißig wie ich, ne? Die haben nichts gemacht. Missionen noch keine gesehen. Aber Mission machen wir nächstes Mal irgendwie, mal schauen. Wir haben noch was vor uns. Es muss noch alles wieder getellert werden. Gekruppert wahrscheinlich und dann Gruppe mal sehen. Und dann flügen. Sauberen Tisch machen im Oktober, wenn man will.
Da haben wir unser Reh. Machen wir ein Foto. Bleibt gut stehen. Ja, das haben wir auch nicht gesehen. Den lassen wir jetzt mal hier vorne stehen. Bremse. C. Und aus. Aber. Das sieht schon gut aus. Würde ich behaupten. Fluss. Oder ist hier? Hier so ein Luftzug hier. Aber hier kann man nicht meckern, ne? Das passt. Ich denke mal, das können wir auch. Feuchtigkeit wäre ganz interessant, ne? Ich weiß nicht genau, wo es ging. Aber wie gesagt, 539 wird schon noch sehr, sehr nass sein vom Morgentau. Da werde ich aber zurück zum Haus springen, über das Fahrzeugmenü und dann, ja, die Grünflächen sind auch weg. Da sieht man im Großen und Ganzen freundlich aus. So. Und hier die Pferde, die Steine. Was haben die Pferde hier gelassen? Pferdeäpfel, also keine Pferde. Das ist im Großen und Ganzen komplett reif. Okay, also mein Verdacht ist, es ist trocken. Wir werden bis 10 Uhr schlafen. Jetzt haben wir die Zeit für die zweite Folge ja, locker erreicht. Ich sag mal, für heute mal tschüss, total. Wir treffen uns dann wieder am Hof. Wir lassen den Traktor über hier stehen. Ich werde nur zurückspringen. Mal tschüss, total. Und noch ein dickes Dankeschön fürs fleißig reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter. Wahrscheinlich mit der Ernte, wenn es funktioniert. Tschüss.